Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Vault hier Video. Guckt mal, was ich hier bereits habe. Das Samsung Wireless Charger Duo Pad Wireless Charger 25 Watt. Das ist hier die neue P5200er Version. Habe ich hier auf dem San Francisco Trip jetzt in die Hand gedrückt bekommen und ich dachte mir, klasse, dann kann ich auch damit ein kurzes Unboxing machen, denn alles original verpackt und ich habe ja jede Menge andere Samsungs-Geräte noch dabei. Erinnert natürlich, ein bisschen an AirPower, wobei Samsung das jetzt hier doch ganz klar auseinander getrennt hat, dass ich hier zwei verschiedene Ladepads-Stationen habe, wo ich dann jeweils mit 12 Watt drahtlos laden kann. Deswegen steht hier auch irgendwo nochmal als Warnung, so nach dem Motto, hey, du brauchst das unbedingt, muss da der 25 Watt Charger sein und kein Ladegerät halt mit weniger Bums dahinter. S10 liegt hier, Buds liegen da und ich habe hier auch die neue Samsung-Uhr. Kann ich dann gleich also einmal dann komplett testen und eigentlich bräuchte ich ja dann nochmal ein Pad. So, wo war es? Genau, oben hatte ich dann angefangen es aufzumachen und dann fiel mir ein, Moment, film es doch. So, können wir jetzt einmal komplett und dann einmal noch ziehen oder nicht ziehen. Da haben wir dann einmal alles, was drin ist. So, also wir gucken einmal rein. Ach ja, Preis habe ich gar nicht genannt. 100 Euro möchte Samsung dafür haben, wobei ich glaube bei dem Vorgänger, den gibt es inzwischen für 50, ne? Es ist natürlich auch normales Qi, steht ja auch fett Qi-Laden drauf, nur dass ich jetzt zwei zusammen habe und natürlich halt, dass es von Samsung direkt kommt. Da ist dann auch direkt der, erstaunlich leicht gerade beim Hochheben und ja, hier unten ist ein Lüfter drin, das freut mich. Ich denke mal, das ist das, wo Apple dran gescheitert ist bei ihren AirPower-Dinger, ne, wo die dann, wahrscheinlich hätte Apple, der Johnny Ive oder wer auch immer das designt oder zu verantworten hätte, der wäre nie hingegangen und hätte einen Lüfter reingebaut. Aber ab einer gewissen drahtloses Laden, das erzeugt jede Menge Abwärme, das muss ja auch irgendwo hinfliegen. So, also wir haben links Fast Charge 2.0 und Qi-kompatibles Gerät. Auf der rechten Seite steht auch nochmal Qi-kompatibles Gerät oder Galaxy Watch, Gear S3 oder Gear Sport. So, und dann auch hier nochmal der Hinweis, du brauchst ein 25 Watt Netzteil, weil alles andere ist zu wenig. Sonst funktioniert das gleichzeitig Laden nicht. So, was haben wir sonst? Kann man das Ladepad drahtlos betreiben? Nein. Das hat zum Glück einen USB-C-Anschluss. Da kommt dann das Kabel rein. Wir haben in der Box noch ein Quick Start Guide in 1000 Sprachen. Dann natürlich unser schwarzes. Und das ist schön gemacht. Ich glaube, die Dinger gibt es derzeit nur in schwarz. Schwarzes Zubehör zum schwarzen Pad. Wir könnten sich wahrscheinlich viele auch gerne in weiß vorstellen. So, dann haben wir unseren 25 Watt Fast Charge Super Tralala hier. Also mit normalem USB und dann USB auf USB-C. Und das war's. Und jetzt fällt mir auch ein, ne, damit komme ich nicht zur nächsten Steckdose. Ich schließe es mal ganz kurz an. So, ich weiß, das spiegelt jetzt so ein bisschen, aber das ist halt der am besten beleuchtete Platz in der Nähe einer Steckdose. Und da gibt es direkt Abzüge in der B-Note, denn das beigelegte USB-Kabel ist sehr kurz. Das ist ein Meter und gerade bei den Steckdosen, gerade wenn man sowas irgendwo hin platzieren will, da, also 2 Meter Kabel wären da schon deutlich netter gewesen. Ich stecke es nochmal an, denn mir ist eine Sache aufgefallen. Guckt mal hier, es leuchtet dann einmal ganz kurz. Macht sozusagen seinen LED-Funktionscheck, ob die Dinger auch leuchten. Wir ziehen die Folie ab. So, und dann stürzen wir uns ins Abenteuer. Schnappen wir mal ein S10. Und genau, wird direkt drahtlos geladen. Dann schnappe ich mir die Uhr und auch drauf. Und zack, wird auch direkt geladen. Sehr schön. Und gleichzeitig dazu, beide werden geladen. Ich kriege hier die LEDs, die mir sagen, naja, es lädt gerade. Wahrscheinlich wechseln die rüber ins Grüne, wenn es dann aufgeladen ist. So, und dann fällt mir ja noch ein, ich habe ja hier noch ein drittes Ding. Genau, da auch. Wo leuchtest du? Leuchtest du nochmal? Genau, so fängt die Kamera jetzt von vorne nicht ein. Ja doch, wenn ich es dann so ein bisschen kippe. So, denn natürlich auch die Galaxy Buds lassen sich hiermit natürlich auch drahtlos aufladen. So, und dann fällt mir natürlich direkt oder dem, klar, man spart sich dann halt das Uhrending mitzuschleppen. Dafür schleppt man dann was Großes mit zum Aufladen. Auf der anderen Seite ist es natürlich cool. Oder ich lade die Geräte dann natürlich über das eins von den S10-Geräten auf, die ja auch Wireless Charging haben. Könnte man natürlich auf dem Trip auch machen. Weil wahrscheinlich ein Ticken besser und vor allem kleiner vom Platzgebrauch. Aber sowas ist natürlich dann von der Leistung nochmal eine andere Kategorie. Oder wenn ich hingehe und sage,
wir haben es ja gerade. Ich habe hier auch mehrere Smartphones, die drahtlos laden können, die dann sich hier direkt mit aufladen lassen. Da, man muss es ein bisschen runterschieben und dann seht ihr auch hier, auf die andere Seite kann ich dann auch einfach ein normales Smartphone packen. So, und das war es eigentlich schon. Alles, was mir jetzt im ersten Eindruck auffällt, ich meine, die Dinger laden mit 12,5 oder 12 Watt drahtloser Ladeleistung. Ja, sollte eigentlich auch problemlos dann funktionieren, gerade spätestens über Nacht. Ich habe eben schon mal das Ohr dran gehalten, ob ich irgendwie so ein Spulenfiepen oder sowas höre, kann ich bisher nichts berichten in dieser Hinsicht, ne? Also ganz normal leise, dass ich mir, ich meine, links und rechts stehen die Betten. Ja, werde ich heute Nacht wahrscheinlich dann einfach mal weiter testen. Oh nein, halt, stopp, das möchte ich jetzt nachschieben. Wir haben hier den eingebauten Lüfter. Nach ein paar Minuten, wenn das Ding arbeitet, dann geht der an. Dann höre ich hier so ein leichtes Grundrauschen. Also ganz normales Lüfter, so Rauschen. Das ist definitiv etwas, was ich mir nicht ins Schlafzimmer stellen würde. Oder ganz weit weg vom Bett, dass man es nicht mehr hört. Es ist jetzt nicht wirklich laut, aber wenn man das, sagen wir mal so, hier ist das Bett, da hat man, hört man das Ding dann dran. Das wäre dann doch im Schlafen, beim Schlafen doch ein bisschen zu laut. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!